Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, dass es euch gut geht und dass einige von euch wach sind. Mir gingen gerade ein paar Sachen durch den Kopf. Mach Dua für mich, ich habe einiges vor diese Woche. Einige Sachen will ich aufnehmen, dass Allah mir Erfolg dabei gibt. Ich habe einiges vorzubereiten, einige Vorträge. Ich wollte mit euch kurz über ein Thema sprechen, das momentan in den Medien sehr, sehr präsent ist, schon seit ungefähr einer Woche. Und zwar, das ist dieser Tod von der Ex-Freundin von Jerome Boateng, Kasia Lehnert. Ich kannte sie bis da nicht, die war wohl irgendwie bei Germany's Next Topmodel, hat die wohl mitgemacht und die hat sich am Geburtstag ihres 6-jährigen Sohnes das Leben genommen, wegen dem Trennungsschmerz von Jerome Boateng und wohl Cybermobbing, weil danach halt weil es sehr viele negative Kommentare gegen sie gab in Social Media. Und mich wundert immer, dass das Kind eigentlich nicht beim Namen genannt wird. Ja? Also es wird immer gesagt, der Tod, der tragische Tod, der tragische Tod, der tragische Tod. Und sie ist gestorben am Geburtstag von ihrem Sohn. Und aus dem Kontext heraus erfährt man dann, dass sie Selbstmord begangen haben muss. Ja? Wird dann gesagt, ja, kein Fremdverschulden, kein Herzinfarkt, kein dieses nicht, kein das nicht. Ja? Sie wurde zum Tode gedrängt. Erzähl mir mal, wie sie zum Tode gedrängt. Also, das stimmt nicht. Sie wurde zum Tode gedrängt. Ja, wie wurde sie denn zum Tode gedrängt? Erzähl mir mal. Vielleicht ist mir ja irgendwas falsch. Vielleicht habe ich ja was falsch mitbekommen. Schilder mir das mal kurz. Ja, schönen Gruß zurück nach Luxemburg. Sie wurde zum Tode gedrängt. Okay, wie wurde sie genau zum Tode gedrängt? Ja, weil es steht überall, sie ist gestorben am Tag und aus dem Kontext heraus, da gibt es mehrere Aspekte. Ja, okay, das sagt mir nicht viel, wenn es mehrere Aspekte gibt. Ja, es gab Cybermobbing und sie hat sich das Leben genommen. Das nennt man Selbstmord. Oder wie nennt man das? Oder hat sie einen Herzinfarkt bekommen wegen dem Cybermobbing? Ich frage nur, vielleicht habe ich ja falsche Informationen. Gin war in der, sonst bringt man sich doch nicht um wegen so einer Kleinigkeit, meiner Meinung nach. Durch Mobbing? Ja, Mobbing. Ja, okay, Mobbing, aber da habe ich ja trotzdem Selbstmord begangen. Oder wenn ich jetzt beschimpft werde oder ich werde gemobbt und bringe mich um, ist das dann kein Selbstmord mehr? Nennen wir das... Ist das jetzt in letzter Zeit umformuliert worden oder wie sieht das aus? Soweit sie weiß, hat sie Nachrichten bekommen, wie geht dich umbringen? Ja, habe ich schon 10.000 Nachrichten bekommen, geh dich umbringen oder wir bringen dich um oder wir zünden dich an und wir machen dieses mit dir, wir machen das und das mit deiner Mutter und so weiter und so fort. Habe ich schon 100.000 Nachrichten bekommen. So. Die ist 100% psychisch labil gewesen. Ja, okay, wenn ich psychisch labil bin und bringe mich um, ist trotzdem Selbstmord. Warum nenne ich das dann ihr Mann Boateng? Was ihr Mann Boateng? Boateng hat sie zum Selbstmord gezwungen oder wie? Anstiftung zum Selbstmord. Ja, okay, ist trotzdem Selbstmord. Also weil jemand im Internet zu mir sagt, geh dich umbringen, gehe ich mich umbringen. Das ist dann Anstiftung zum Selbstmord. Ich verstehe jetzt die Logik nicht. Ja, ich verstehe die Logik nicht, warum man das Kind nicht beim Namen nennt. Das System funktioniert so. Druck auf Frauen, sie stehen mit Männern in Konkurrenz und bricht zusammen. Nee, schick mir die Sache jetzt. Wir sind ja gerade in einem Livestream. Ich will ja gerade über das Thema reden. Sag mir, war es Selbstmord oder war es kein Selbstmord? Wenn es kein Selbstmord war, warum es kein Selbstmord war? Hier schreibt Uchti H., was sie getan hat, war feige allein ihrem Sohn gegenüber. Für
Viele machen Selbstmord wegen Corona zuständig, aber ihr habt das aber, soweit ich weiß, nichts mit Corona zu tun gehabt, sondern wegen diesem, so steht es im Internet, Kathi Hummels oder wie sie heißt, hat sich dazu geäußert, hat sich gegen Cybermobbing geäußert, etc. Sicherlich eine Sache, ja, die tadelnswert ist, diese ganzen Vollpfosten. Ich meine, ich habe euch schon mal ein paar Kostproben gegeben. Ein Hundertstel von dem, was nur unter einem Post zusammengekommen ist, vom Schwachsinn. Ne? Hate und solche Nachrichten bekommen die meisten, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja? Viele, die in der Öffentlichkeit stehen. Also, sorry. Also glaub mir eine Sache. Auf mich wurde sogar der Mob gehetzt. Der Mob gehetzt. Ja? Nee. Guck mal, du brauchst mir keine DM zu schicken. Ich gehe jetzt hier nicht raus aus dem Livestream. Und da hast du gesagt, ich breche den Livestream. Sorry, hast du gesagt, ich breche jetzt den Livestream ab, gucke mir das an, dann mache ich einen neuen Livestream oder wie? So. Selbstmord fertig. Braucht nicht in Diskussion zu gehen. Der Sheikh hat recht. Wer mit solchen Nachrichten nicht klarkommt, soll man nicht im öffentlichen Leben stehen. ADHSler haben ein neunfach erhöhtes Selbstmordrisiko aufgrund des psychosozialen Stresses. Schreibt dir ein Bruder. Hab da keine Studie zugelesen, aber wenn du es sagst, die Logik dahinter ist, dass man so neutral wie möglich ist, um psychologisch nicht andere, zum Beispiel ihre Fans, nicht zu motivieren, das Gleiche zu tun. Das ist die Logik dahinter. Ich finde, das ist eine Unlogik dahinter. Ehrlich gesagt, wenn das die Logik dahinter sein soll, also das ist ja jetzt nicht deine Aussage, vielleicht sagen die das tatsächlich so. Ich finde es total unlogisch, weil man sollte einfach mal, also klar und deutsch das Kind beim Namen nennen, dass das, was sie gemacht hat, tadelnswert ist. Natürlich ist Cybermobbing tadelnswert, aber ich verstehe nicht, warum man das versucht, hier alles so schön zu reden und klar, die Familie, die Angehörigen. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, dieser Verlust für sie. Nur ich finde diesen Selbstmord absolut tadelnswert. Ein sechsjähriger Junge wird von seiner Mutter im Stich gelassen. So einfach ist das. So sehe ich das. Und da gibt es keine Rechtfertigung für. Da gibt es keine Rechtfertigung für. Und schon gar nicht. Und schon gar nicht. Weil irgendwelche Vollpfosten im Internet schreiben, ey, geh dich umbringen, Alte, bla bla bla. Ja, das ist nun mal so. Das sind Zehntausende. Ja, das nervt. Ja, das macht vielleicht kaputt. Da musst du deinen Instagram-Account zumachen oder was weiß ich, wo du diesen Cybermobbing erfährst. Aber Selbstmord zu begehen, ich kann verstehen, dass man Probleme bekommt, dass man sauer ist, dass man deprimiert ist, dass einen das aufregt, ja. Ich habe auch schon Wut bekommen, deswegen. Ja, auf mich wurde Mob gehetzt, mehr oder weniger. Ja? Die zeigen Bilder von mir hier. Pierre Vogel rekrutiert für den IS, ja? Was eine Lüge ist, und darunter, wo Leute abgeschlachtet werden. Und dann veröffentlichen die meine Adresse im Internet. Was soll das denn heißen? Hier, geht mal dahin. Hogesa wurde damals gegründet von einem V-Mann. Leute, jeder. Ach, das Ding ist, die Presse hat gewisse Regularien, dass sie das Suizidthema Rundsekt bzw. Nachahmer nicht direkt erwähnen. Sorry, Bruder, ich habe schon so oft im Internet gelesen, Selbstmord, Selbstmord, Selbstmord. Seit wann gibt es die Regularien? Robert Enke damals hat Selbstmord begangen. Überall stand, er hat Selbstmord begangen. Da stand nicht, ja, er ist auf tragische Art und Weise gestorben. Das ist doch keine Lösung. Mich würde es nicht wundern, wenn die Ex-Ehefrau von Boateng dahinter steckt, da er sie für sie verlassen hat. Erstmal, wie soll die Ex-Ehefrau von Boateng dahinter stecken? Die Ex-Ehefrau von Boateng kann, also ich verstehe,
Also es soll kein Tadel an dich sein, Bruder. Nur ich verstehe den Kommentar nicht ganz. Ich meine, die Ex-Ehefrau von Boateng kann ja diese Kasia Lehnert oder wie sie heißt, nicht dazu zwingen, sich selber umzubringen. Für mich gibt es keine Rechtfertigung hier. Keine Rechtfertigung. Schmutzige Wäsche wurde schon immer unter Frauen gewaschen. Guck mal, das ist auch eine faule Ausrede. Meinst du, der Teufel hat sie zu diesem Selbstmord getrieben? Ja? Diese Sachen sind meistens faule Ausreden. Es gibt Leute, die wirklich besessen sind und bestimmte Sachen machen, aus dem Fenster springen und keine Kontrolle mehr über sich haben. Das gibt es. Aber das ist ja hier nicht das Offensichtliche, was man sieht. Ja? So. Sie hat Selbstmord begangen, sie war es nicht gewohnt, eine solche Hatewelle zu bekommen, weil sie vorher ziemlich populär gewesen ist. Kurz und knapp, Suizid. Ja, es ist tadelnswert. Und der Sohn hat an dem Tag Geburtstag. Wahnsinn. Guck mal, der Sohn wird jeden Tag, wird immer in seinem Leben, er ist 6 Jahre alt. Hat schon seine Mutter gewohnt und die Mutter verlässt ihn. Guck mal, wenn wir zum Beispiel sehen, irgendein Mann ist total geschmerzt von einem Trennungsschmerz, weil die Frau ihn verlassen hat. Er bringt dann die Frau um. Ja? Erstmal hat das Leben von einer anderen Person genommen, okay. Aber dann schauen wir direkt, boah, der hat den Kindern die Mutter genommen und so weiter und so fort. Stimmt's? So. Hier, sie hat sich ihr eigenes Leben genommen. Okay, das sehen wir immer, ist ihr eigenes Leben, das ist ihr eigenes Problem. Sie hat nicht das Leben von jemand anderem genommen. Aber sie hat ihrem Sohn die Mutter genommen. Und sie ist ja keine geistig Behinderte gewesen, die nicht wusste, was sie macht. Jeder hat sein Hoch und Tief. Jeder hat sein Hoch und Tief. Aber das ist keine Ausrede, um sich selber umzubringen und den Sohn im Stich zu lassen. Ich habe auch mein Hoch und Tief. Es gibt so viele Leute, die traurig sind, die Probleme haben, die Schmerzen haben. Ja, so viele Leute gibt es. So, Tausende. Es ist keine Rechtfertigung, den 6-jährigen Sohn alleine zu lassen. Und ich nenne ganz klar das Kind beim Namen. Und ich weiß, da werden wieder irgendwelche sentimentalen Leute kommen, vielleicht Kathi Hummels, keine Ahnung oder was. Aber es interessiert mich nicht. Das ist die Realität. Ja, es ist brutal, was in den Social Media abgeht. Absolut. Absolut. Aber da muss man einfach stark genug sein. Da muss man einfach stark genug sein. Die Liebe zum Sohn und das Verantwortungsbewusstsein muss stärker sein als der Schmerz. Punkt. So einfach ist das. Sie hat doch gesagt, sie wird auspacken über Boateng und viele sagen, er steckt dahinter, denke ich aber nicht. Sie hat doch ausgepackt, sie hat doch gesagt, er ist fremd gegangen, hin und her und kreuz und quer. Deine ständige Untreue ist eigentlich der Grund für die Trennung. So. Hat sie doch ausgepackt. Und jetzt? Neulich in Solingen hat eine Frau ihre 5 Kinder getötet. Das ist Überforderung, ja. Auch keine Ausrede. Ganz einfach.
Ja, subhanallah, ich verstehe nicht, wieso Menschen, die Suizid begehen, in den meisten Fällen als positiv und als Opfer dargestellt werden. Es ist eine der größten Sünden und man lässt Familie im Stich. Ja, das ist auch das, was ich hier nicht verstehe. So viele Zeitungsberichte und die ganze Zeit wird immer alles schön geredet. Die Arme, die Arme, die Arme, die Arme, die Arme. Kein Tod. Ich hätte dieses Statement vielleicht gar nicht gemacht. Ja? Oder ich hätte jetzt gar nicht mit euch darüber gesprochen, wenn es auch mal irgendwas Negatives erzeugt wurde. Aber immer dieses sentimentale Gequatsche die ganze Zeit. Ja, klar. Keine Frage, keine Frage. Dieses ganze Cybermobbing und dieses dumme Gequatsche von irgendwelchen. Nur man muss wissen, was das ist. Das sind alles Vollidioten da. Und da muss man einfach stark genug sein. Da muss man einfach stark genug sein. Und es gibt so viele Dinge, die man machen kann, um dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Mach das Ding aus und zieh dich zurück. Ich kann es. Wie gesagt, für mich gibt es hier absolut, absolut keine Rechtfertigung. Überforderte Situation hin oder her. Überforderte Situation hin und her. Der Sohn ist auch überfordert. Der ist 6 Jahre alt, steht ohne Mutter da. Kannst du dir vorstellen, der ist eine alleinerziehende Mutter? So viel Verantwortungsbewusstsein muss man haben. Oder darf man noch nicht mal darüber reden, oder wie? Dieser Junge wacht morgens auf, ist ein 6-jähriges, unschuldiges Kind und die absolute Bezugsperson, die Mutter, ist weg. Weil irgendwelche Dorfdeppen im Internet schreiben, ey du, bububu, da gibt es keine Ausrede für. Hier. Mein Vater starb, als ich 10 Jahre alt war. Man kann nicht beschreiben, was man als Kind erlebt dabei. Subhanallah, eine Frau entscheidet sich selbst, ihr Kind alleine zu lassen. Ja, so sieht's aus. Sie wollte in ihrem egoistischen Selbstmord nur Boateng verletzen. Kann auch sein. Viele Leute, die einen Selbstmord begehen, wollen anderen damit zeigen, wie weh sie ihnen getan haben. Ja, das ist oft so. Ich stecke jetzt nicht da drin. Ich habe keinen Abschiedsbrief gelesen, aber so etwas gibt es. Ich kann das jetzt nicht auf sie beziehen. Sie hat aber niemanden verletzt, denn das Leben geht weiter, man stirbt nicht mit Sterbenden. Was für eine dumme Denkweise, der wird sein Leben weiterführen. Ach so. Meinst du jetzt? Ach so. Ach so. Meinst du, ich dachte jetzt, du meintest der Junge. Ich wollte dich gerade schon attackieren. Ich scrolle mal runter. Boah, hier sind ja richtig viele Kommentare. Möge Allah uns bewahren, ja. Ich bin selbst und kann die Ansicht völlig nachvollziehen, aber ich kenne auch Menschen, die sind psychisch so krank geworden, dass sie gar nicht mehr nachdenken können, als sie selbst sind. Ja. Na gut, Leute. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben, wir hören uns. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir sind die einzigen Outsider. Wir sind die einzigen Outsider hier. Die sagen, wir haben dafür. Ja, ich habe es verstanden, Sherry, hier. Wir sind die einzigen Leute, die sagen, kein Rechtfertigung. Ja. Wahrscheinlich wäre, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht schmeißen die das sogar raus. Ja. Wie gesagt, ich finde eher, man fördert Selbstmord, indem man sowas toleriert und schönredet. Für mich ist das alles Schönrederei. Alles Schönrederei. Überleg mal, wenn man sagt, da ist eine Person, der ging es schlecht, die hat sich umgebracht am Geburtstag von ihrem Sohn und so weiter und so fort. Das ist ja schon ein Zeichen. Am Geburtstag von ihrem Sohn. Das ist der Hammer. Jetzt muss man sich mal vorstellen,
was er jedes Jahr mit seinem Geburtstag assoziiert. Das kann schwerwiegende Folgen haben für so ein Kind. Meine Mutter, ich war nicht liebenswert, sodass meine Mutter mich alleine gelassen hat. So weit muss man erstmal denken. Und hier Selbstmord. Man sagt ja, wir erwähnen das nicht, dass sie sich selbst ermordet hat in den Medien, weil das Nachahmer bringen könnte. Ich finde, sowas bringt mehr Selbstmord. Versteht sowieso jeder, dass sie Selbstmord gemacht hat. Versteht sowieso jeder. So, aber was wird hier passiert hier? Es wird schön gequatscht. Ja, es wird schön geredet. Es wird schön geredet. Ja, so, und das ist alles so schlimm und wie verzweifelt muss sie gewesen sein. Hallo, es gibt dafür keine Ausrede. Boateng ist nicht der Vater. Ich rede ja auch nicht über Enke. Ich rede jetzt über diesen Fall. Okay. Guck mal. Nein, nein. Über Selbstmord nachdenken ist die eine Sache. Über Selbstmord begehen ist die andere Sache. Über Sina nachdenken ist die eine Sache. Sina begehen ist die andere Sache. Über Mord nachdenken ist die eine Sache. Mord zu begehen ist die andere Sache. Du hast vielleicht Wut, willst einen umbringen und sagst, oh, ich fürchte, Allah mach es nicht. Hast du dann eine Sünde? Nein. Du willst Zina begehen, hast die Chance dazu und sagst, ich fürchte Allah, ich mache es. Ich krieg sogar eine gute Tat aufgeschrieben. Gut, meine lieben Geschwister, ich wünsche euch was. Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.